Diamantene Lichtinfusion aus dem Zentrum der 22 Multigalaxien. Aktuell erleben wir wieder eine sehr starke Sonneneinstrahlung. Und nicht nur von unseren Sonnen, sondern auch von den Zentralsonnen unserer Galaxie und darüber hinaus. Und das alles ist eine Art Vorbereitung für die multigalaktische Lichtinfusion, so nenne ich sie jetzt einfach mal, die wir vom 21. bis zum 24. Juni erwarten. Wundert euch somit nicht, wenn ihr im Moment Lichtkörpersymptome habt oder auch in Zukunft welche auftreten werden, die sich auf den Energielevel oder auf die Verdauung auswirken können, insbesondere. Und gönnt euch an diesen Tagen einfach Ruhe, Muße und viel Entspannung. Denn wir haben jetzt einiges damit zu tun, diese hohe einströmende Lichtenergie zu verstoffwechseln mit unserem Körper, Seele, Geist, System. Und so werden wir jetzt im Juni sicherlich noch einiges erwarten, insbesondere eben mit dem Vortex zur Sonnenwende am 21. Juni von kosmischen Kräften konzipiert. Einerseits, um unseren körperlichen und seelischen Aufstieg zu beschleunigen und andererseits, um ein höheres Bewusstsein zu erschaffen für die Schöpferkraft, die durch uns Menschen ausgeführt werden kann. Und bei diesen ganzen Lichtprozessen, die jetzt gerade auf uns einströmen, geht es insbesondere um die Aktivierung der DNA, also die Aktivierung oder Einschaltung der bisher schlafenden DNA, der Aktivierung unseres DNA-Potenzials oder auch der Erkenntnis, dass wir ein eigenes inneres galaktisches Selbst haben, das eben die kosmischen Zusammenhänge versteht. Bisher verstehen wir nur die irdischen Zusammenhänge, aber es geht jetzt darum, in Zukunft, und das wird jetzt aktiviert, dass wir auch den Kosmos verstehen, dass wir verstehen, welche Rolle unsere Erde in den kosmischen Zusammenhängen spielt oder auch wir Menschen. Also es geht weit darüber hinaus, nur unser Sonnensystem mit den Planeten zu verstehen oder zu kennen, sondern unsere Galaxie und auch weitere Galaxien zu erkennen, mit denen wir in engem Zusammenhang stehen. Und bisher habe ich eben viele Informationen aus der göttlichen Quelle dieser Galaxie empfangen, also das Schwarze Loch oder auch Helios wird die Zentralsonne genannt, unserer Galaxie, die ich auch immer als Gott bezeichne und mit der ich seit frühester Kindheit im engen Zusammenhang stehe. Und diese Quelle verstehe ich auch immer durch die menschliche, also durch die deutsche Sprache. Aber was jetzt eben dazu gekommen ist, dass ich Informationen aus einer göttlichen Quelle empfange, die jenseits unserer Galaxie liegt. Also es ist eine Art erweiterte göttliche Energiequelle, die im Zentrum von 22 Galaxien steht. Und unsere Galaxie, die Milchstraße, ist eine dieser 22 Galaxien. Und diese Galaxien sind in einer Diamantstruktur angeordnet. Und diese hochschwingende Diamantstruktur, die strömt eben seit einigen Jahren in unser System ein, auch in unser Sonnensystem, auch in unser Körpersystem. Und jetzt ist wieder eine ganz aktive Phase, die eben auch ihren Höhepunkt findet vom 21. bis zum 24. Juni. Und unsere Sonnen und Zentralsonnen und auch unser Mond spielen eine entscheidende Rolle dabei, denn die Energie, die einströmt, die ist so hoch, dass wir sie gar nicht aufnehmen könnten. Sie würde uns verbrennen, wenn wir diese Energie ungeschützt bekommen würden. Und deswegen arbeiten die Sonnen, die Zentralsonnen oder auch unser Mond im Dienste der Menschheit, indem sie die Energien runterdimmen, runterregeln, runterfiltern und sie gefiltert hier reingeben. Und manchmal sehen wir Sonnenstürme und können sie auch messen mit der Schumann-Frequenz. Und wir denken immer, dass die Sonne diese Sonnenstürme produziert. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass die Sonne diese hohen Schwingungen empfängt und sie runterregelt und sie sehr abgeschwächt an uns hier weitergibt. Also wir können uns echt gar nicht genug bei den Sonnen und Zentralsonnen bedanken, was sie für eine enorme Arbeit gerade für uns tun. Für mich sind es die Götter dieser Galaxie. Ja, und so findet eben vom 21. bis zum 24. eine Art Regenerationsübertragung statt. Ich sage mal eine kosmische
Regenerationsübertragung von Sonne und Mond. Und eingeleitet wird dieser Prozess auch insbesondere von einem Portal am 21. Juni, eine Art Portalöffnung. 3 Tage lang strömt dann das hochschwingende, diamantene Licht hinein. Und diese 3 Tage sind eben wie eine Art Lichtinfusion, wo in unser Körper-Seele-Geist-System oder auch in das gesamte Sonnensystem, in die gesamte Galaxie, Licht eingespielt oder eingeimpft wird. Insbesondere von der Zentralsonne Helios, dem Mittelpunkt unserer Galaxie, was wir auch oft das Schwarze Loch bezeichnen. Und das Besondere ist, dass in diesen 3 Tagen insbesondere noch ganz starke Energien von einer galaktischen Urzentralsonne einströmen, die sich außerhalb unserer Galaxie befindet. Also es gibt im Kosmos eine galaktische Urzentralsonne, um die sich 22 Galaxien drehen. Und eine dieser Galaxien ist unsere Galaxie, die Milchstraße. Und diese Urzentralsonne bringt jetzt einen ganz starken Strahl in diesen 3 Tagen herein, um uns zu unterstützen, in diese neuen Visionen zu gehen, aktiv zu gehen, unsere Herzensprojekte, die aus Liebe und Weisheit geboren werden, in die Welt zu bringen. Und da kommt nochmal ein riesengroßer, kraftvoller Schub, wie eine Art Shift. Und ich habe ja schon gesagt, dass im Moment alle Hohepriester und Hohepriesterinnen, die jemals auf dieser Erde waren, sich inkarniert haben und viele weitere lichtvolle Wesen. Und die werden jetzt alle nach und nach aktiviert. Und es findet eine ganz große Aktivierung in den Tagen auch nochmal statt. Auch in jedem von uns. Und ein Bild, was mir dabei auch immer wieder gezeigt wird, ist ein Fahrstuhl. Viele wundern sich ja im Moment, dass wir auch so dunkle Seiten sehen. Aber wir haben jetzt die Situation, dass wir in einem Fahrstuhl sind. Und in diesem Fahrstuhl kannst du dich nur entscheiden, nach oben zu fahren oder nach unten. Beides ist nicht möglich. Wir müssen uns entscheiden. Und wir machen das mit unserem Fokus. Wir entscheiden uns mit unserem Fokus, je nachdem, wohin du deinen Fokus richtest. Ob du deinen Fokus in die niedrigere Welt richtest, dann wirst du natürlich diese niedrigere Welt sehen und bekommst von der lichtvollen Welt nicht viel mit. Oder du richtest deinen Fokus in die lichtvolle Welt. Und dann wirst du diese mit aufbauen und die andere dunkle Welt wird nach und nach aus deinem Blickwinkel verschwinden. Die wirst du gar nicht mehr wahrnehmen, weil du dich entschieden hast für die höheren Welten. Und diese Entscheidung steht immer noch an, für viele. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, und das empfehle ich auch immer, den Fokus auf die lichtvolle Welt zu richten, auf das Licht, was jetzt einströmt, was uns ganz und gar einhüllt, in dem wir zu Hause sind, was unsere wahrhaftige Heimat ist und wohin wir jetzt zurückgehen. Und diese Heimat ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden oder an eine Region, sondern das ist das Licht in uns. Das ist die wahre Heimat von uns und egal an welchem Ort wir uns befinden, wir nehmen diese innere lichtvolle Wahrheit überall mit hin. Sie ist ein Teil von uns und sie ist unsere wahre Heimat und sie ist zutiefst verbunden mit unserer galaktischen Zentralsonne Helios und mit dem Mittelpunkt, um das die 22 Galaxien sich drehen. Und mit diesem Beitrag und auch mit den 3 magischen Tagen, die uns im Juni erwarten, möchte ich dich einladen, deinen Fokus in dieses lichtvolle Feld zu richten. Viel Freude dabei!